Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen. Ich wollte heute mal kurz was vorstellen, und zwar so self-made Pouches für, ich würde mal sagen, ja, für das eine oder andere EDC. Die macht meine Freundin selber, und ja, die hat, war so nett und hat sie für mich gemacht, und die wollte ich mal eben zeigen. Also das ist hier so ein 100% Baumwolle Woodland-Tarnstoff, und innen drin ist er Oliv. Der ist mit so einer Füllwatte, also mit so einem Gewebe, ausgepolstert, und ja, ist meiner Meinung nach echt nicht schlecht. Also das Modell hier zum Beispiel, hier ist schon angezeichnet, da kommt noch, sieht man das? Ja, da kommt noch so ein Knopf dran, also hier, und dann ist das so halt verschlossen und kann nichts rausfallen. Also in dem Fall, also entweder für Digitalkamera oder schauen wir mal hier rein, was hier drin ist. So eine Altoys EDC-Dose, schon mal gezeigt. Hier Feuerzeug, Kopfschmerztabletten und ein paar Pflaster und sowas. Drinne haben wir noch drin. Moment. Ja, so ein Victorinox Spartan. Ja. Und ich war halt, wie gesagt, hier so ein Paracord mit eingenäht, um. Oder hier ein Karabiner könnte man auch irgendwie als, ja, eine Gürtelschlaufe ranmachen. Könnte man das Handy reintun oder so. Ist nicht schlecht. Und hat halt so einen, ja, taktischen Touch durch dieses Tarn irgendwie so. Hier nochmal, die ist schon ein bisschen älter. Das ist so eine Handytasche. Also hier könnte man auch Paracord rummachen. Also da sind extra so Ösen drinne. Und ja, könnte man auch als, ja, irgendwie ein Messer reintun oder so. Ich hole mal kurz das Handy raus. Hier so ein alter Outdoor Samsung Smart No Smartphone Knochen, und ja, auch nicht. Wie gesagt, fürs EDC diese Pouch, also diese Tasche, gar nicht schlecht. Okay, dann bedanke ich mich wieder ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.